Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und wie ich euch versprochen habe, es ist Horror Oktober Time. Das heißt, Horror Oktober Watchlist ist schon ein bisschen abgearbeitet und zwar mit dem ersten Film. Der ist vor im Oktober gewesen, aber ich mache ihn hier noch rein, weil er gerade in aller Munde ist. Und zwar die Neuverfilmung oder jetzt die richtige Kinoverfilmung von Stephen King's S. Und was soll ich zu dem Film sagen, außer mega geil. Ich habe den richtig gefeiert im Kino. Ich wollte erst nicht gehen im Film, weil ja 15 Minuten längere Fassung kommt auf Blu-ray raus. Aber ich habe mir gedacht, doch, ich schaue mir jetzt an, weil ich bin so gespannt auf diesen Film. Und habe ich es bereut? Nein, auf gar keinen Fall. Toppt er den alten S? Ja, um Längen. Natürlich, der alte S, ich mag ihn immer noch, ne? Er hat ja gute Punkte bekommen letztes Jahr im Horror Oktober. Mir hat er immer noch gut gefallen, aber dieser S toppt es schon auf jeden Fall und ist auf jeden Fall in meiner Liste der Top 3 bis jetzt schon 2017. Also sehr, sehr empfehlenswert. Härter, mieser, fieser und auch geil von Coming-of-Age-Film mit den Kindern und was weiß ich alles. Richtig cool gemacht. Wer auf Stranger Things steht, wer auf guten Grusel steht, wer auf Jumpscares steht und so weiter und so fort, der wird einen super Filmeabend erleben. Deswegen bekommt von mir Stephen King's S von 2017 9 von 10 Punkte. Wupp, machen wir weiter. Ich habe ja gesagt, Horror Oktober Time. Und der nächste und letzte Film, ja, es werden mehrere Horror Oktober Times geben, ist Live. Ich habe mir jetzt Live angeschaut. Gab es ja bei Prime. Danke dir nochmal, Patrick, gell, fürs Sagen, dass ein paar Filme im Angebot sind zum Leihen. Für 1,99 zum Leihen. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, schau es dir jetzt einfach mal an. Für 1,99 kannst du nichts verkehrt machen. Das ist wie damals Videothek und so. Bust. Den habe ich mir jetzt in der Nacht angeschaut. Eigentlich habe ich es ein bisschen anders vor, hier dieses Horror-Oktober-Watch machen. Gleich vor Streichschnauze herausgelabert, gleich nach dem Film. Würde es demnächst auch kommen, bloß ich war gestern echt übelst müde und so. Kann natürlich passieren, dass bei manchen Filmen auch ich übelst müde werde und es dann so machen werde. Deswegen mache ich es jetzt erstmal so, das erste Teil mal. Und die anderen werden dann ein bisschen anders sein. Mal gucken, wie ich es machen werde. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt halt immer, weil, wenn ich Zeit auch habe, ein Video von mir bekommen, was ich so gerade geschaut habe im Horror Oktober. Und ja, was soll ich sagen zu Live? Ja, ich habe mir, ja, wie gesagt, in der Nacht angeschaut und ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut, aber jetzt nichts Weltbewegendes. Er war okay, es war ein schöner Science-Fiction-Horror, aber das gewisse Etwas hat noch gefehlt. Ich hätte mir das Alien ein bisschen vielleicht anders dargestellt. Irgendwie hat mich das erinnert dann gegen Ende hin, es hat mich so ein bisschen erinnert an sagt schnell, an so einem, ich weiß es nicht, von einem Godzilla-Film, so ein komisches Viech, dieser Kopf sah genauso aus, ein bisschen dann, ja, es war ein bisschen eigenartig, muss ich schon sagen. Und, ja, und viele sagen, boah, das Ende, ich so, ja, war mir irgendwie klar, dass es so passiert, weil ihr immer gesagt habt, boah, das Ende, da war mir klar, dass irgendwas noch am Ende, huhuhu, kommt. Und ja, ist keine Überraschung, es ist so passiert. Für mich war es ein guter Unterhaltungsfilm, kann man sich echt mal anschauen, super toller Film, tolle schauspielerische Leistung, auch wieder Jack Gyllenhaal, bombastisch, Ryan Reynolds auch richtig gut, eigentlich alle haben super zusammen gut gearbeitet, schöne Bilder hat man gesehen vom Weltall und alles, deswegen bekommt der Film von mir 7,5 von 10 Punkte. Jo, das war's jetzt erstmal mit dem Horror Oktober Watch Number 1. Ich bin da überlegen, ob ich es euch jetzt gleich hochladen. Doch, ich werde es euch dann jetzt demnächst gleich hochladen. Das ist der Horror Oktober Number One Watch. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich werde mal schauen. Oder geklotzt im Horror Oktober Part One oder so. Werde ich mal schauen, wie ich es nennen werde. Auf jeden Fall, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Es werden natürlich noch mehrere kommen. Ich werde noch viel mehr schauen. Es wird vielleicht dann noch eine kommende Liste, wo ich schauen werde. Es wird jede Menge geben, was ich schauen will. Und ich hoffe, ich schaffe es auch. Und deswegen beende ich das Video ganz schnell, weil wir müssen weiterschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.